Wer wird, glaube ich, als Beschuldigter geführt zu werden und eine Hausdurchsuchung zu haben bei amtierenden Ministern, ist eigentlich etwas ganz, ganz Seltenes. Und das, was nicht sein kann, ist, dass ein Finanzminister einerseits beschuldigt wird der Bestechlichkeit durch einen Glücksspielkonzern und auf der anderen Seite die Aufsicht zu haben über diesen Glücksspielkonzern. Das geht nicht. Das heißt, er kann, bis das restlos aufgeklärt ist, keinen Tag länger Finanzminister sein. Die Sachen, die Romantik hat finanziert, oder hat Geld gegeben für ÖVP oder ÖVP-nahe Organisationen, was war denn die Gegenleistung der ÖVP an die Romantik, Ihrer Meinung nach? Das, was ich den Medienberichten entnehme, ist der Vorwurf, dass Sie hier also Regierungshandeln mehr oder weniger getätigt haben, um der Novomatic zu helfen, aber den Medien kann ich noch nicht mehr entnehmen als das. Also noch nicht konkret, welche Hilfe? Richtig. Das kann ich noch nicht sagen. Das wird, nehme ich an, herauskommen, aber ich beziehe mich ja da vor allem auf die Äußerungen von Blümel gegenüber der APA. Ist Blümel für Sie als Finanzminister tragbar oder tragbar? Das geht nicht zusammen. Ich kann nicht beschuldigt sein, wo es um Bestechung durch einen Glücksspielkonzern geht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Aufsicht über diesen Glücksspielkonzern haben. Der Finanzminister beaufsichtigt das Glücksspielwesen, beaufsichtigt die Glücksspielkonzerne. Und wenn die Staatsanwaltschaft mich untersucht, dass ich bestechlich bin von einem Konzern, kann ich nicht gleichzeitig die Aufsicht haben. Das ist vollkommen unvereinbar. Und in jedem zivilisierten Land nimmt der Finanzminister am selben Tag den Hut. Das muss aufgeklärt werden und bis das aufgeklärt ist, kann man nicht die Aufsicht über Glücksspielkonzerne ausüben. Ist Österreich ein zivilisiertes Land, Ihrer Meinung nach? Ich hoffe doch, ja. Also Sie fordern den Rücktritt von Österreich? Ja, das tun wir, seitdem er Beschuldigter ist in diesem Verfahren. Weil wenn jemand beschuldigt ist der Bestechung, der Bestechlichkeit durch Glücksspielkonzerne, kann er nicht die Aufsicht über Glücksspielkonzerne haben. Das geht sich nicht aus. Ja, meines Wissens nach gibt es gerade Gespräche zwischen den parlamentarischen Clubs, wie wir gemeinsam hier vorgehen. Aber ich bin in diese Gespräche nicht eingebunden, weil ich hier im Untersuchungsausschuss angebunden bin. Leider für nicht hundertprozentig wahrscheinlich. Ich erinnere mich an den damaligen Finanzminister Grasser, der ja auch auf einem ÖVP-Ticket Finanzminister war, wo jeder in Österreich das wissen wollte, wusste, dass er moralisch jedenfalls diesem Amt nicht gewachsen ist. Und er hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Misstrauensanträge hier überlebt. Und ich glaube, dass sehr, sehr vielen Abgeordneten von damals, die ihn gestützt haben, das heute ein wenig peinlich ist, dass sie hier jemanden die Mauer gemacht haben, der in dem Amt nichts verloren hatte. Und ich kann nicht genau einschätzen, wie das die heutigen Abgeordneten der ÖVP sehen. Aber normalerweise, wenn du als Beschuldigter geführt wirst, muss jedem klar sein, da ist eine absolute Unvereinbarkeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch der Sobotka ist der Meinung, es ist total okay, dass er entscheidet, ob Fragen gestellt werden dürfen über verdeckte Finanzierungen der ÖVP, wo er Vorsitzender ist in Niederösterreich, von der Novomatic, und er entscheidet, ob die Fragen zulässig sind oder nicht. Der findet das ja auch total vereinbar, obwohl es natürlich total unvereinbar ist. Insofern sind da die moralischen Ansprüche, die 99% der Österreicherinnen und Österreicher haben, haben sich noch nicht ganz durchgedrungen zu den Spitzenrepräsentanten der ÖVP. Vielen Dank. Danke.